Friends, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu einem besonderen Video und zwar zu unserer Wohnungstour. Ich wohne hier mit meinem Freund, wer es nicht weiß. Wir wohnen jetzt hier seit 5 Monaten. Ja, wenn ihr das Video seht, schon seit 5 Monaten, doch. Wir wohnen in einer 2-Zimmer-Wohnung. Die hat 70 Quadratmeter. Ich muss jetzt echt überlegen, da ist der Balkon mit eingerechnet zur Hälfte. Wie viel das ist, vielleicht 65 Quadratmeter oder so, roundabout. Wohnfläche, ich würde sagen, wir haben sogar 2,5 Zimmer, weil das hier ist ein Abstellraum. Den zeige ich euch jetzt als allererstes. Das heißt, wir haben hier eigentlich 3 Zimmer. Doch, kann man schon sagen. Ich habe hier einen Experten hinter der Kamera, aber ich würde sagen 2,5. Okay, dann fangen wir tatsächlich einfach mal hier an. Wir haben hier die Haustür und wir haben so ein Teil, wo man halt unten mit Kamera gucken kann, wenn der Tisch steht. Ich muss aber sagen, dass das irgendwie, ich habe es noch nicht eingestellt, Philipp auch nicht, und es funktioniert halt so semi gut. Man kann klingeln und man sieht, wer da unten steht, aber es kann auch irgendwie noch aufnehmen und Nachtmodus und sonst, keine Ahnung, wie es funktioniert. Fangen wir mit dem Abstellraum an. Wir haben hier den Lichtschalter. Ich hätte ihn irgendwie lieber hier gehabt, weil wenn die Tür auf ist, sieht die gleich. Das ist ein bisschen blöd, aber es macht nichts. Ich muss sagen, der Raum ist wirklich unaufgeräumt. Ja, es gibt auch nicht viel dazu zu sagen. Steht Waschmaschine drin, Staubsauger, so die ganzen Sachen. Okay, wir brauchen nicht mehr weiter dahin reinzuschwenken. Da kommt sowieso normalerweise kein Besuch hin. Ihr habt es jetzt ausnahmsweise mal gesehen. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Ablageort seit ein paar Wochen. Hier stehen halt Pakete, die müssen noch weg. Und halt so Bohrmaschinen, weil wir jetzt vor 2 Wochen die Wohnung fix und fertig gemacht haben. Dann haben wir hier so ein Schuhregal. Ich wollte unbedingt ein Schuhregal haben, weil es echt unordentlich die ganze Zeit ausgesehen hat. Das ist von Action. Und da fallen unwahrscheinlich viele Leute immer nach, woher wir diese bestanden haben. Die hat Philipp tatsächlich selber gemacht. Also ich kann euch da nichts nennen. Der hat die einfach selber zusammengespeist, angespült und so. Genau, dann hängen hier unsere ganzen Jacken für draußen. Hier noch hier, weil ja jetzt eh Oktoberfest und sowas ist. Also das finde ich echt ganz schick. Die Lampe, die hier oben hängt, kommt tatsächlich auch noch weg. Weil jeder, die aus dem Wohnzimmer nimmt, das zeige ich euch auch gleich. Bleiben wir im Flur. Wir haben eine relativ offen geschnittene Wohnung und da habe ich hier dieses wunderschöne Teil. Das habe ich euch auch ganz am Anfang schon gezeigt. Das war allerdings eine teure Investition. Aber es lohnt sich, ich liebe es. Es hat so Tür, also so coole Türen zum Aufmachen. Und man kann halt diesen ganzen Krimskrams verstecken. Ich habe ein bisschen Deko draufgestellt. Den Spiegel habe ich damals ganz günstig bei Poco Domino, glaube ich, war das, geschossen. Für 20 Euro, das war super. Und hier als Schlüsselkästchen habe ich so ein Schlüsselkästchen von Ikea. Dabei ist Philipp aber noch nicht ganz fein, der hätte gerne was anderes. Genau, wenn man sich dann zu der Seite umdreht, haben wir hier einen Spiegel, einen großen. Und das war es erstmal zum Thema Flur. Also das hier ist unser Badezimmer. Das haben wahrscheinlich auch schon voll viele von euch gesehen, wenn ihr mir länger folgt. Das ist mit auch eins der Sachen, die mir in der Wohnung am allermeisten gefallen. Es hat mir auch schon direkt beim Anschauen der Wohnung richtig gut gefallen. Wir haben eine unfassbar krasse Dusche, wenn du da einmal hinschwenkst. Mit so einem Regendusch. Nennt man das professionell? Also mit so einer Regendusche. Ja, genau. Das ist generell richtig, richtig geräumig und groß. Man könnte da jetzt auch noch irgendwie so eine Wandpumpe hinstellen. Das hatten wir auch. Die ist aber allerdings, hat sich aufgelöst, deswegen musste die hier raus. Wir haben jetzt diese 2 Hängeregale. Die hatte ich noch aus der alten Wohnung von mir damals. Die passen hier ganz gut rein. Ein paar Bilder. Und da will ich auf jeden Fall unbedingt noch für Boxen haben, damit es nicht mehr ganz so unaufgeräumt ist. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zum Badezimmer nicht viel zu sagen. Wir haben uns noch den Badezimmerunterschrank gekauft, den gab es hier auch nicht. Und der Spiegel, den kennt ihr vielleicht aus Philipps Wohnung, aus der alten Zeit, der ist beleuchtet, der ist aber auch bunt. Und das war es tatsächlich schon aus dem Badezimmer. Dann gehen wir weiter ins Schlafzimmer. Hier ist unser Schlafzimmer. Ich mache jetzt kurz die Tür ran. Kurz zu unserem Kleiderschrank. Vor ein paar Wochen hätte ich gedacht, dass mir das System doch nicht so gut gefällt, wie ich es am Anfang für cool empfunden habe. Wir wollten keinen Kleiderschrank, weil die unwahrscheinlich teuer bei Ikea waren und haben uns deswegen für meinen Kommun entschieden. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, dass ich es mit der geordneten Variante, also mit dem beigefarbenen und schwarzen System, okay finde. Würde ich es nochmal machen? Nein. Es ist jetzt so gut, wie es ist und genau, wir haben mit dem meinen Kommun auch so ein Ordnungssystem, also wir rollen quasi die T-Shirts und die Hosen ein, dann passt halt mehr rein. Hier sind irgendwie nur so Deko-Sachen drauf. Eigentlich sollten da Schuhe drauf, aber so viele fancy Schuhe haben wir nicht. Deswegen haben wir das jetzt einfach so für Deko und sowas benutzt. Das ist übrigens Philipps Seite, das ist meine Seite. Und für all diejenigen, die auch hier wieder nach den Stangen fragen, also nach denen hier,
Die sind von Philipp auch selbst gemacht. Die haben wir tatsächlich sogar selber zusammen grundiert. Da habe ich auch ein Video drüber gedreht, falls ihr das noch wisst. Genau, dann kommen wir zu der Seite vom Schlafzimmer. Da hat sich ja wirklich sehr viel getan. Und zwar habe ich ja hier einmal Bretter aufgehängt von Ikea, Deko von Action gekauft, eine Kerze. Ich habe schöne Kissen gekauft, hier ein bisschen Bettdeko gemacht, aber das ist eigentlich uninteressant. Von wo das Bett ist, weiß ich gar nicht, das ist Philipps Bett, das haben wir einfach mitgenommen. Ich habe hier noch eine kleine Mainkommode bestellt, das ist dieselbe wie in der Ecke. Als Schminktisch, auch da sind noch überall Klamotten dran. Und da kommt irgendwann später noch ein Spiegel hin mit Lichtern, also so ein Schminkspiegel, aber das erste ist okay. Hier ist Bonnies Schlafplatz, wenn sie denn mal bei uns ist. Das ist eigentlich eher selten der Fall, ja, da uns die Tiere zu erlaubt, glaube ich, oder gewünscht, aber auf Besuch ist das kein Problem. Kommen wir weiter zur Küche. Also Küche und Wohnzimmer sind bei uns zusammen. Und zu der Küche kann ich euch noch ein paar Sachen erzählen. Ich war auch echt richtig erstaunt, was eine Küche kostet, wenn ihr die schon länger verfolgt. Ich habe euch den ganzen Prozess mitgenommen. Ich sage euch, ich bin wirklich vom Stuhl gefallen, was auch allein diese Küche gekostet hat. Auf jeden Fall bin ich aber zufrieden mit dem, wie wir es gemacht haben. Und ich kann euch jetzt mal ein bisschen was zeigen. Wir haben uns für einen großen Kühlschrank entschieden. Das ist aber unspektakulär, ist nicht so aufgeräumt. Mit Spielkombinationen und drunter. Das mit dem Spielbecken fanden viele am Anfang schlimm. Ich finde es gar nicht mal so unpraktisch, weil wir das direkt in der Spülmaschine haben. Und ich glaube nicht, dass man neben einer Wand spielt. Also für alle diejenigen, die ein bisschen Geld sparen wollen oder es eben nicht anders hinbekommen, that's a good option. Ich finde es gar nicht schlimm. Wir haben ganz, ganz viel Aufbewahrung. Es war uns super wichtig hier über dem Kochplatten. So haben wir Gewürze einsortiert. Da wird auch nichts schlecht. Also braucht ihr keine Angst zu haben. Bei uns ist da in den letzten paar Jahren noch in die Feuchtigkeit reingekommen, wieso ich ein paar Jahre sage. Philipp hatte sowas in seiner alten Wohnung auch und die ganze Zeit, die er gewohnt hat, ist nichts passiert mit den Gewürzen. Hier ist dann unsere kleine Kaffee-Ecke. Ja, und Obst und noch mehr Arbeitsfläche. Für alle, die es interessiert, unsere Geräte sind von Sanussi. Ich kannte die Marke vorher nicht. Ich muss sagen, ich bin völlig zufrieden damit. Die Spülmaschine ist super, die geht zum Beispiel auf. Wir haben uns mega erschrocken am Anfang, wenn sie fertig ist, damit der ganze Wasserdampf rauskommt. Also super wird zum Beispiel, wenn ihr auch in den Urlaub fahren wollt, das ist echt geil. Backen ist super schnell heiß und Kühlschrank kühlt extrem kalt. Also ich kann wirklich sagen, die Marken sind top. Dann sind wir auch schon in unserem Wohn-Esszimmer, wie auch immer, Küchenbereich. Den Tisch hat Philipp ebenfalls selber gemacht, kann ich euch leider nicht verlinken. Aber zu den Lampen habe ich auch unwahrscheinlich viele Fragen bekommen, die sind von Lampengigant. Gibt es die da noch? Hast du mal geguckt? Weil meine Mama will die auch unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber die waren nicht so teuer wie die Designerlampen, weil die sind nämlich so eine Nachmache von irgendeinem Designer und die waren nicht teuer. Dann habe ich hier diesen kleinen Servierrang. Finde ich ganz süß, braucht man aber nicht unbedingt. Da stehen jetzt so ein paar Snacks drauf, unsere ganzen Öle, Müsli, bisschen Alkohol und auch ein Proteinpulver. Ja, hier eine Vitrine von Ikea, auch die fand ich zu Deko-Zwecken ganz süß. Wir haben hier immer wieder solche Elemente, die Philipp unbedingt in seinem Einrichtungsset drin haben wollte. Ich finde, wir haben es ganz gut kombiniert, zwei Stile zu kombinieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich sage euch, das war nicht so einfach am Anfang. Aber wir haben uns, wie gesagt, auf den Style geeinigt. Es fehlen, genau das habe ich vergessen vorhin noch dazu zu sagen, es fehlen noch Teppiche, aber alles mit der Zeit. Auch die Bilder, die müssen ausgetauscht werden. Da sollen so wohnliche, farbenfrohe Bilder rein in Grau und Weiß Optik und kein Alkohol mehr, weil ursprünglich haben die Bilder nämlich über dem Serviervagen gehangen. Genau. Hier haben wir noch eine Malkommode, die dient unserem Badezimmer. Aufbewahrungsschubladen, weil wir einfach keinen Platz im Badezimmer haben. Deswegen sind hier die ganzen Handtücher und sowas drin. Hier hat man zum Beispiel eine Werkzeugschublade und so Sachen sind da drin. Und ein paar Dekopflanzen, damit es einfach schön aussieht. Dann haben wir hier Gustavo. Ich bin sehr stolz. Es ist die erste Pflanze, die ich nicht umgebracht habe. Sie lebt und sie blüht sogar wieder. Okay, das darf man nicht zeigen, das ignorieren wir. Aber dieses wunderschöne Blütenblatt hier ist erst vor, keine Ahnung, ein paar Tagen rausgekommen. Ich freue mich wirklich sehr über die Fortschritte von Gustavo. Genau, dann haben wir, was lasst denn da? Das ist eine verblühte Blüte, die das muss man nicht verstecken. Das ist eine neue und die andere ist nur verblüht, ach alles so, gut. Okay, gut, hab ich nicht gehört. Nein. Philipp wollte unbedingt auch seine Boxen hier drin haben, deswegen haben wir gesagt, eine bleibt hier drin stehen, deswegen steht die da. Gut, Fernseher muss nicht viel zu erzählen, das Lightboard ist von Ikea, das ist so ein hängendes
Sideboard heißt es noch so, Fernsehboard. Genau, finde ich eigentlich ganz schön. Hier steht auch noch ein bisschen Deko und die Lampe, wer sie noch kennt, die war auch in meiner alten 1-Zimmer-Wohnung. Dann haben wir uns für eine große Couch entschieden. Die haben wir nicht neu gekauft, die haben wir tatsächlich von Philips Cousine netterweise übernehmen können. Und die kann man auch ausziehen, die hat auch so einen Stauraum. Soll ich sie ausziehen? Soll ich sie demonstrieren? Nö. Genau, heute ist es richtig warm. Richtig guten Tag ausgesucht. Wir haben hier einmal Palettenmöbel, auch die hat Philipp selber gemacht mit diesen Bezügen. Wir haben auch einige nachgefragt, die sind schon Alima gewesen, die gibt es da aber nicht mehr. Dann haben wir noch so ein bisschen Lichtschutz hier gemacht, weil jetzt kann man uns halt hier direkt drauf gucken. Bei uns ist es halt alles so Nachbar, Nachbar, Nachbar. Und wenn jemand neben uns in die Wohnung gezogen ist, könnten die rein theoretisch von dem Wohnzimmer auch nicht drauf gucken. Deswegen haben wir uns für Baumarkt-Sichtschutz entschieden, das kostet 20 Euro oder so. Hier kommt dann zukünftig meine Kräuter rein. Das hat Philipp extra für mich gebaut. Wie gesagt, auch Eigenmarke Philipp. Weiter geht's mit der Seite. Hier hat mein Olivenbaum seinen Platz gefunden. Der ist auch echt krass groß geworden. Der war letztes Jahr, glaube ich, so klein. Und dann kommt hier auch schon zu Philipps absolutem Herzstück der Wohnung, glaube ich. Seinen neuen Grill. Den haben wir nämlich tatsächlich gekauft, als wir eingezogen sind. Wir grillen auch mittlerweile echt oft. Super Investition, muss ich sagen. Hier haben wir mein grüner Daumen ist hier kaputt gegangen. Meine Kräuterecke eigentlich. Aber die kommt ja dann irgendwann ins Hochbeet. Und da werden dann Philipps Grillsachen gelagert. Der will sich auf jeden Fall die nächste Zeit noch ein paar mehr zulegen. Und den Rest zeige ich euch jetzt einfach von hier. Ich habe ja letztens den Tisch bei Ikea gekauft. Also das ist alles von Ikea. Es ist ein bisschen eng, aber ich finde es ganz gut, wenn man hier mit Freunden sitzt. Dann kann man sich, wie gesagt, mal hinsetzen. Gut, da hinten stehen Pflanzen, die einen ist vertrocknet. Kann man leider auch nicht mehr retten. Kellergeschoss. Das ist unser Kellerabteil. Sehr, 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 sehr vollgestellt und schon aussortiert. Ich kann euch nicht so wirklich was dazu sagen. Ist halt all das Zeug noch drin, was Philipp und ich aus zwei Wohnungen zusammengeschmissen haben, beziehungsweise was übrig geblieben ist. Das ist einfach, ja, das müssen wir irgendwann mal, wenn wir nochmal ausziehen und irgendwo umziehen, müssen wir dann nochmal komplett sortieren, was wir wirklich noch alles brauchen. Für den Anfang ist es jetzt erstmal so sortiert und unser Parkplatz ist übrigens oben neben dem Haus, den zeige ich euch jetzt nicht, weil da noch andere auch Grundstücke sind. Ich will niemanden irgendwie ungefragt filmen oder irgendein Grundstück ungefragt filmen. Deswegen würde ich sagen, ich beende diese Wohnungstour an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall am Montag wieder zu einem anderen Video. Ciao!